Ziel dieser Dialogkonferenz war es, Fragen zu stellen in Bezug auf die Zusammenhänge zwischen Digitalisierung und Demokratie. Stellen wir bisher genug Fragen? Stellen wir bisher die richtigen Fragen? Welchen Fragen müssen wir uns stellen für eine Digitalisierung, die das demokratische Gemeinwesen stärkt? Die Ergebnisse dieser Dialogkonferenz hören Sie jetzt. Das Konzept funktioniert durch einen Mix, ganz viele verschiedene Leute mit vielen verschiedenen Hintergründen zusammenzubringen, die sich auch eingebracht haben. Die Diskussion zu allen möglichen Themen rund um das Gesamtthema ist aber immer wieder zu zwei großen Themen, zentralen Themen zurückgekehrt. Das eine war das Thema die Werte, also mit welchen Werten und mit welchen Vorstellungen sowohl die Digitalisierung angegangen bzw. eben auch rezipiert oder abgelehnt wird oder verbunden ist. Und zum Zweiten das Selbstverständnis der Verwaltung als Spezielles. Was die Werte betrifft, war natürlich die Frage, wie viel und ist Digitalisierung erwünscht und sinnvoll und können wir das steuern? Und umgekehrt heißt es dann, da wo Digitalisierung stattfindet, ist dann umso weniger oder eben die Gegenfrage, wie viel und wo ist dann noch der Mensch? Und zwar nicht nur der Bürger, der was will, sondern eben auch der Behördenmitarbeiter, der ansprechbar ist und was entscheidet. Und gerade bei den Entscheidungen gab es dann die Diskussion, wir haben ja schon das Thema Algorithmen, die Entscheidungen treffen. Hat die Verwaltung dort die Möglichkeit und den Anspruch, dass auch Menschen immer noch sozusagen ansprechbar sind, die Entscheidungen für das Allgemeinwohl treffen? Gleichzeitig verbunden mit der Frage, niemand abhängen zu wollen. Mit der spannenden Frage, ist es nur eine Übergangsregelung, bis alle digital mitwirken können oder ist es ein Dauerthema und wie geht die Verwaltung damit um? Auf jeden Fall geht es darum, diese Werte zu leben und zu vermitteln oder auch die Vermittlung zu stärken, auch in anderen Bereichen und in der Verwaltungspraxis. Im Zweifel hat sich herausgestellt, gerade in den Problemfällen, wo sich die Routine nicht durchsetzt in der Digitalisierung, Problemfälle immer noch im direkten Dialog mit Menschen zu lösen, was effizienter ist, als zu versuchen, sie über Systeme abzuarbeiten. Und das führt dann zum Selbstverständnis der Verwaltung, wo man klar sagt, natürlich können und müssen Routinen digitalisiert werden. Wir sind das inzwischen aus anderen Bereichen gewohnt. Aber wir haben eben auch eine Allgemeinwohlorientierung, die auch mal gegen digitale Erscheinungen Stellung nehmen muss durch eine sehr selbstbewusste Verwaltung, die auch, und damit möchte ich dann schließen, nicht jede Mode und jede Sau, die durchs Dorf getrieben wird, mittreibt. Deshalb stelle ich den einen Satz ans Ende unseres Berichts. Langsamkeit ist eine Tugend der Verwaltung. Die Digitalisierung ist schon so weit vorangeschritten, während die rechtlichen Bedingungen noch total hinterherhinken. Und unser Adressat ist für uns erstmal der Staat, und zwar, dass der sich um die Datensicherheit kümmert. Und zwar auch, dass wir nicht nur kommerzielle Clouds und Server haben, sondern dass die öffentliche Verwaltung ihre eigene Cloud und ihre eigene Server haben muss, unabhängig von kommerziellen. Das nächste ist auch ein wichtiger Punkt, die Rechtssicherheit. Wir haben gesagt, dass es muss eine Wertevermittlung stattfinden für alle Generationen, und zwar einmal was die digitale Kompetenz angeht. Also die Werte müssen vermittelt werden und die digitale Kompetenz, und es sollte auch ein Bildungsauftrag sein vom Staat. Des Weiteren sagen wir, es muss auch ein Recht auf Löschen geben, also dass Sachen gelöscht werden müssen. Und ganz wichtig, nicht jeder in unserem Land hat einen Zugang zum Internet. Wir haben ja vorhin gesprochen, es gibt Leute, die nicht auf dem Niveau sind, das auch machen zu können, und es müsste einen Zugang zum Internet in öffentlichen Einrichtungen geschaffen werden. Wir waren eine recht homogene Gruppe auch, haben wir festgestellt, wir haben total unterschiedlichen Background und einen digitalen Evolutionsstand. Wir haben dadurch die Aspekte völlig unterschiedlich aufgefasst, haben unterschiedliche Fragestellungen entwickelt, unterschiedliche Ängste, Sorgen und Erwartungen und Assoziationen damit. Aber es gibt die Erwartungshaltung, dass die Digitalisierung konzentriert erfolgt, organisiert wird und dass auch immer den mündigen Bürger gut ist.
Bei uns war es so, dass wir in sehr vielen verschiedenen Flughöhen unterwegs waren. Wir haben teilweise sehr konkret praktische Fragestellungen aufgeworfen. Zum Teil ging es dann aber auch sehr ins Philosophisch-Theoretische. Also passt überhaupt in einer digitalisierten Welt unser gegenwärtiges Konzept einer Erwerbsgesellschaft noch? Oder muss man sich da nicht auch über neue soziale Modelle Gedanken machen? Wir haben letztlich ein sehr, sehr breites Themenspektrum abgedeckt, haben zu allem relativ viel an die Boards gebracht, wobei wir jetzt weniger konkrete Forderungen und Ergebnisse hatten, sondern für uns vor allem ein Ergebnis war, dass sehr, sehr viele Fragen einfach offen sind. Ja, und dass es eine Menge Fragen zu stellen gibt, eben zum Beispiel nach welches Gesellschaftsmodell funktioniert noch. Was passiert mit Menschen, die man abhängt? Was bedeutet das? Müssen wir mit zunehmender Radikalisierung rechnen? Aber auch technische Fragen wie, wie viel Strom wird eigentlich verbraucht, wenn in diesem Maße Daten gespeichert und transportiert werden laufend und das noch exponentiell zunimmt in nächster Zeit. Wir hatten eine sehr große Bandbreite an Positionen. Das hat sich auch herausgestellt, dass wir einerseits Leute in der Gruppe hatten, die sehr technisch skeptisch waren, und andererseits aber auch sehr technisch affine Leute und pragmatische Leute, die auch eher die Tendenz hatten, dann kann ich eben etwas nutzen, dann haben die eben meine Daten, das ist doch erstmal per se kein Problem. Ja? Und deswegen, also unser Fazit ist eigentlich, es gibt eine ganze Reihe offener Fragen und dass wir noch nicht die fertigen haben. Genau, dann schließe ich mich doch gleich an, weil unsere erste Erkenntnis war, auch nach Ihrem Vortrag, es gibt ganz, ganz viele Fragen und noch sehr wenige Antworten dazu. Da waren wir uns eigentlich einig. Dann, was uns auch sehr wichtig war, es fehlt im Moment, zumindest nach unserer Einschätzung, eine übergeordnete Strategie, die dieses ganze Thema irgendwie mal zusammen aufgreift. Und zwar soll ich bitte nicht jede Kommune für sich machen und auch nicht auf Landesebene, weil dazu ist das Thema einfach zu groß. Selbst Bundesebene ist wahrscheinlich schon zu wenig und es muss eigentlich auf EU-Ebene mal eine übergeordnete Konzeption dazu geben. Wichtig ist zum Beispiel auch, dass die Verwaltung sich technische Bedürfnisse nicht selbst erfüllen kann, aber dass sie den Rahmen vorgeben kann. Das heißt, es muss möglich sein, Kooperationen mit der Wirtschaft einzugehen und dann den Rahmen zu gestalten und nicht nachher sich an irgendjemand anhängen zu müssen und einfach das zu nehmen, was dann auf dem Markt ist, sondern sich da aktiv einbringen zu können, aber ohne das eigene Know-how, was man ja oft nicht hat, dann vorzugeben. Wichtig ist weniger ja, aber. Also oft ist wohl doch ein Problem bei uns, dass dann noch oft ja, toll, aber. Also diese Einschränkungskultur, aber trotzdem natürlich nicht bedenkenlos und nicht ohne sich die Zeit zu nehmen, über das Richtige nachzudenken. Das sollte nicht passieren, aber manchmal vielleicht ein bisschen zügiger voranschreiten. Eine gewagte These oder eine provokante These, Digitalisierung gleich Demokratisierung, Fragezeichen, kann man diese gleichen setzen? Dann dürften wir uns als Verwaltung der Digitalisierung nicht entgegenstehen, weil wenn es Demokratisierung bedeutet, müssten wir auch da dahinter stehen, aber es ist eben mit Fragezeichen zu versehen. Und dann ganz wichtig, stellen wir eigentlich überhaupt die richtigen Fragen in diesem Kontext. Geht es nicht viel zu oft auch nur um die Technik und haben wir die richtige Infrastruktur und haben wir WLAN im Büro oder nicht und haben wir ein Tablet? Wo bleibt dabei eigentlich die Wertediskussion und wird die eigentlich genug geführt? Das war für uns noch dann das große Fragezeichen. Unser Einstieg war Vergleich China, Silicon Valley, Europa und wir haben eigentlich auch relativ schnell in der Gruppe, glaube ich, akzeptiert, dass das unsere Leitplanke ist. Wir können lernen von Silicon Valley und von China, aber Europa hat seine Werte, hat seine Freiheit und Tradition, seine Langsamkeit dadurch, aber das ist etwas, was wir schützenswert halten. Also wir wollen uns in diesem Rahmen bewegen. Und das nächste, wir brauchen eine Gesamtkonzeption, die von oben kommt. Und die dann auch von den Entscheidungen von oben herunter bindend standardisiert durchgehalten wird, damit wir am Ende etwas haben, was interoperabel miteinander funktioniert. Zum Ergebnis gehört auch, dass Menschen unterschiedlicher Prägung, Aufgabe und Zuständigkeit ins Gespräch kamen, diskutierten. Damit wurde ein Prozess angestoßen, tiefer und weiter über das Thema zu reflektieren, über Herausforderungen, die sich offenbaren. Zum Ergebnis gehört aber auch, dass eine Reihe von Fragen entwickelt wurden, die von der öffentlichen Verwaltung für die öffentliche Verwaltung zur Verfügung stehen.
Auf diesen ersten Fragen kann aufgebaut werden, in weiteren Dialogkonferenzen aber auch von allen Teilnehmenden und Interessierten, um aus diesen Fragen sinnvolle und nachhaltige Lösungen abzuleiten, für eine Digitalisierung, die das demokratische Gemeinwesen stärkt. Danke für Ihre Zeit und Ihre Expertise für die Allmende. Nutzen Sie diese und folgende Ergebnisse für sich und Ihre Arbeit. Gesprochen von einem fortgeschrittenen Algorithmus des Deep Learning Netzwerks.